Okay, das war echt doof. Total ärgerlich und mega doof, aber wahrscheinlich der einzige hier drin. Alles klar, Matches, nehmen wir mit. Oh, Rags. Gut, wir könnten Klamotten draus machen, ne? Aber warum? Wir haben selber genügend Klamotten. Hier liegen Socken rum. Crowbar machen wir. Oh ja, Axt nehme ich sehr gerne mit. Warte mal. Muss man wieder hinstellen. Was zu essen? Waren das jetzt gerade drei? Waren das drei Swing Kids? Ja. Oh, das ist der. Oh, dreimal Money. Da sage ich natürlich nicht nein. Right Knight. Three Peaks. Das ist doch Boost. Ich sehe es doch. Wollte ich gerade sagen, es ist Boost. Ist hier noch irgendwas? Nein, nicht, ich wollte da drin. So, jetzt. Nicht, dass ich irgendwas übersehe oder so. Nö. Oh, Vorsicht mit dem Bein. Oh, wow, ja. Mit Rex könnten wir uns totschmeißen, wenn man sich mit Rex totschmeißen könnte. Nach oben können wir wieder mal nicht. Da ist Zucker. War doof. Mit direkten Kopfschüssen geht das besser, aber irgendwie kriege ich das nie auf die Reihe. Ich bin auch mehr so der Schrottyp. Das ist gut. Ja, dann muss der nächste Bär bald kommen. Oh, noch mehr Salz. Sehr, sehr gut. Also noch mehr Salz. Nicht mehr Salz. Oh, egal. Okay, die Mikrotöse können wir nicht mitnehmen. Hier können wir nicht reingucken. Das Komponenten wäre nicht schlecht. Gut, das ist ein etwas kleineres Haus. Hier können wir nichts mitnehmen, ne? Ja, Spitze. Ich glaube, ich nehme auch gleich. Ich wollte ja auch die hier nehmen, ne? Also, wohl, die Pickaxe. Als nächstes müssen wir uns unbedingt so einen Sledgehammer bauen. Weil ich sehr gerne die Dings machen würde, abwurscheln würde. Sag mal schnell. Oh, 6,7. Bei nächster Gelegenheit war es das mit unserem Motor und verabschiedet, der sich die Autos abbauen würde. Und das geht, glaube ich, nur noch. Das geht mit der Achse nämlich jetzt gar nicht mehr. Das geht, glaube ich, nur noch mit da ist die Garage auf, aber die Haustür zu. Das geht, glaube ich, nur noch mit dem Sledgehammer, nicht mehr mit der Axt. Gut, horchen wir mal. Ich höre nichts. Hier oben auch nichts. Und ich denke mal, wir hätten die schon gehört. Oh ja, sehr gut. Das war nur eins, aber besser als nichts. Salz, sehr gut. Das zu futtern. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Sage ich nicht nein. Flaschen nehmen wir mit. Sowas finde ich auch cool, wenn man sowas anbauen könnte. Der erinnert mich immer voll an Dark Souls. Ich weiß nicht warum. Da fliegt eine Flasche. Das macht mir jetzt Angst. Okay. Oh, Komponenten. Oh, sehr, sehr gut. Oh, das waren sogar drei. Yeah. Sehr gut. Ich höre aber keine. Nicht. Willkommen zu Hausflipper. Machen wir. Irgendwann erwarte ich da noch mal einen Zombie hinter. Ja. Ja. Ich nehme ihn mal mit. Brauchen wir nicht mehr, weil wir voll sind.
weil wir alles haben an Slots. Das ist doch 3 Stück. Moment, ich glaube, ich muss mal eben was essen. 3 Stück. Hier, den können wir essen. So. Das ist auch, das wird sicherlich noch rausgepatcht werden. Aber momentan kann ich mich darüber nicht beschweren, dass die Dinger mehrfach übereinander liegen. Beschwere ich mich garantiert nicht drüber. Es wird dunkel. Ich muss langsam zusehen, dass ich wieder zurückkomme. Aber ich wollte die Häuser unbedingt noch mitnehmen. Weil wir die noch nicht hatten. Und die Mine haben wir jetzt auch endlich. Okay, nochmal. Crowbar. Ich hoffe, die hält noch. Latsch. Oh. Ja, Sewing Kits ist so eine Sache. Hallo? Ich nehme die mal mit. Was soll's? Wir haben so viel davon. Gerade von den Peasies. Dass, noch mehr Sewing Kits. Okay, wo da? Dass wir damit nach den Zombies schmeißen könnten. Nischt. Aha, James am Donnerstag anrufen, alles klar. Tuesday, Dienstag, am Dienstag anrufen, nicht Donnerstag, Entschuldigung. Die Gitarre würde ich sofort mitnehmen. Laptop auch, aber wir haben ja eh kaum Strom. Also ist es egal. Selbst die Lampen, das ist alles Hausflipper. Da ist leer. Da ist leer. Okay, da. Ist er leer. Gut, dann können wir nach Hause, würde ich sagen, weil das waren, glaube ich, nur diese beiden Häuser. Nee, warte mal, da ist noch. Und dann ist da die Sackgasse. Ah, eins haben wir da noch. Okay, ja, das nehmen wir jetzt mit. Ich habe jetzt schon Angst, im Dunkeln nach Hause zu fahren, weil wir wahrscheinlich überall gegensemmeln werden. Warte, nachladen. Wobei ich, glaube ich, mit der überhaupt nicht mehr schießen werde. Wo ist die auf 5? Dann horchen wir mal. Ja, war ja klar. Damit werde ich noch besser zielen können. Moment, das ist so. Nicht, dass die von. Der geht sogar nach oben. Angst. Oh, Einzelschuss wird schwierig, glaube ich. Das kratzt sie gar nicht. Vor allem, es wird dunkel. Oh, den haben wir. Oh, wow, ich bin erstaunt. Ey, du, ich hab deinen Kumpel erwischt. Komm runter. Okay, er kommt. Mit. Powder. Aber einer ist da noch. Man verbraucht ganz schön Muni von dem Zeugs. Oh, sehr gut. Oh je. Oh, jetzt juckt seine Nase. Und es wird dunkel. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwann. Ja klar, im Dunkeln laufen sie. Oh, das sind 2. Der eine ist jetzt hier.
halt voll drauf, ist mir so scheißegal. Okay, einen haben wir noch. Gunpowder, sehr gut. Wo ist der denn? Ist der oben? Entweder ist der oben. Ist der tatsächlich mal in einen Raum eingesperrt, so wie ich das eben gerade gesagt habe. Ich gehe mal einmal rum. Hier fliegt was in der Luft. Ey, du. Okay, der steht genau... Da kann ich nicht aufmachen. Der steht genau da hinter der Tür. Oh, ich hasse sowas. Ich werde wahrscheinlich mein ganzes Magazin drauf feuern. Oh, ich bin voll. Wie fies ist das denn? Ich bin voll. So ein Mist aber auch. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Zucker. Zucker. Kann ich das mal eben essen? Das essen wir mal eben. Sehr gut. Dann trinken wir noch mal eben was. Ach, du ahnst es ja nicht. Ich meine, das ist toll, aber ich muss zum Auto. Und ich muss laufen. Ich könnte auch mit dem Auto mal eben hier runterfahren. Das mache ich mal eben. Dann geht der Motor mir jetzt hier eben in Kapeister. Das ist mir dann sowas von egal. Aber dann können wir ihn hier wenigstens eben nochmal wechseln. Ist auch besser für meinen Bein, wenn ich das so sehe. So, pass auf. Das sind sowieso schon volle Stacks. Das ist schon voll. Das scheint auch voll zu sein mit den Achterstacks. Finden wir auch nichts mehr hier. Es geht ja nur eine Höhle. Das Essen, der Zucker ist ein voller Stack. Das ist sowieso ein einzelner Stack. Boost ist ein einzelner Stack. Das hier, das hier, das hier, das hier. Okay. Wir fahren jetzt mal eben hin. Und dann holen wir uns unseren Loot. Weil wie gesagt, wenn der Motor sowieso bald im Arsch ist, dann kann er jetzt hier richtig in den Arsch gehen. So, Achtung. Ich liebe es. Mann ey, sowas wirklich konzipieren. Du hättest, du würdest so ein Verkaufsschlager. Ach, ich hätte gar nicht ausmachen brauchen. Egal. So. Ducktape brauchen wir jetzt unbedingt. Brauchen wir jetzt anscheinend, um alles Mögliche zu reparieren. Ganz wichtig. So, nehmen wir alles schön mit. Und die Komponenten, hervorragend. Wir müssen unbedingt einen Sledgehammer bauen. Hier ist sogar ein Fridge. Aber der ist hässlich und dreckig. Und bläh, nee. Und ich schleppe den garantiert nicht den weiten Weg. Obwohl, weit, da könnte man sich überlegen, ne? So, warum hat der jetzt hier vorgestanden? Der wollte bestimmt nur seinen Hasen haben. Und wir haben ihn erschossen. Ach, ich bin so fies. Okay, jetzt ist es Nacht geworden. Halt, Nägel haben wir. Boah, das ist... Also, das ist... die haben sich richtig gelohnt, die Häuser. Ducktape hatten wir schon. Jetzt sind wir noch slightly wounded. Ich guck mal eben, ob ich mir gleich nochmal... Müssen wir aber nicht. Wir müssen uns nicht nochmal unbedingt verarzten. Ach so, und das Abspeichern immer wieder gerne. Und das wird echt lustig, im Dunkeln nach Hause zu fahren. Sehr gut.
kann sich ja auch selber Klamotten machen. Bloß eben keine Weste, soweit ich weiß. Ich meine, das ist, natürlich ist es logisch, aber wenn ich mir ein T-Shirt oder ein Hemd selber dann nähen kann, mit den ganzen Sachen, warum kann ich, oh Gott, oh Mann, warum kann ich mir dann bitte schön nicht, ja gut, einen Helm klöppeln? Nein, ich weiß nicht. Haben wir. Das kriegen wir auch nicht weg, ne? Nee, hätte ja sein können. Vielleicht kommt das alles noch. Die Tür kann ich nicht zumachen und hier ist dann auch. Doch, Swing It. Und kaum von gesprochen, da hat sich jemand ein Hemd gebastelt. Gut. Aber ich denke mir mal, das war es dann auf jeden Fall. Dann fahren wir mal den gleichen Weg wieder zurück. Ich hoffe, ich schaffe das einigermaßen im Dunkeln. Wir fahren ja zum Glück nicht bei den Banditen vorbei. Also selbst wenn mir jetzt der Motor in Dutt geht, können wir anhalten und immer eben wechseln. So, jetzt muss ich hier rein. Und zwar, jetzt geht es nämlich los. Ich muss nämlich. Oh Gott! Hilfe! Genau da, wo der Zaun ist. Und dann hier gleich rechts durch den Zaun durch. Und die Scheinwerfer sind irgendwie auch nicht so prickelnd. Und jetzt hier und dann kommt hier gleich so ein fieser Absatz. Und ja. Ja, genau das ist es nämlich. Und dann tauchte Birke auf und dann war es das. Die Scheinwerfer, die bringen gar nichts. Da könnte doch einer mit einer Taschenlampe vorrennen. Oh Gott. So, jetzt hier runter. Und das war ja auch so fies hier. Hier war auch nochmal so ein ganz gemeiner Absatz. Jui. Oh, das klingt so, als wenn man echt hochschalten sollte, ganz dringend. So, dann war hier noch so ein Knödel drin. Oh Gott. Ja, da, dieser blöde Huckel. Toll, und jetzt nehme ich den auch noch mit. Klar, gleich liegt mein Wagen auf und ich habe mich festgefahren. Großartig. Das ist schön. Hui. So, hier können wir, glaube ich, einmal quer fahren. Geht, glaube ich. Oh, jetzt wird es richtig schön dunkel. So, und gleich im Dunkeln an den Autos vorbei manövrieren. Das wird ganz, ganz spitze. So, auf die Straße. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dingel, 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 dingel. Aber es ist nicht mehr ganz so dunkel, oder liegt das nur daran, weil der Himmel immer heller scheint? Das kann natürlich auch sein. Ja, sorry, dass ich jetzt ganz vorsichtig fahre, aber ich habe jetzt echt keine Lust, irgendwo gegen zu dengeln. Und das Auto reagiert so sensibel. Oh, da ist noch ein Locker, den ich mitnehmen wollte. Ja, der reagiert auf die kleinste Richtungsänderung. Hier hätte ich eben schon reingekonnt, aber da ist der Bär. Das ist mir tatsächlich. Brit, 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 brit. Hier geht es auch rein. Zu riskant. Ging es hier nicht auch rein? Nein, hier ging es nicht rein. Wo ging es denn rein? Wo ging es denn hier rein? Wo? Okay, irgendwie. Nicht? Hier ging es irgendwo rein. Hier war doch noch irgendwo ein Weg. Da ist doch mein Haus. Ich sehe es doch schon. Hier geht's rein. Oh. Ah, ja. Sehr gut. Uah.
Okay, da rennt Scott schon rum. Das heißt ja zumindestens. Ach was, Quatsch, was mache ich denn da? Licht aus. Das heißt ja zumindestens, dass wir. Hi Kate, dass wir keine. Nee, du bist Kate, das war Rachel. Rachel. Kate. Bist du Harry Potter? Wolltest du jetzt unter der Treppe leben? Okay. Noch Fragen? Ja, die NPCs sind doch buggy. Gibt es da irgendwelche Fragen? Ich glaube eher nicht, oder? Ich meine. So, wir könnten mal eben den Eimer und dann könnten wir noch mal Alkohol anschmeißen, dass wir uns wieder Verbände machen können. Ich meine, das Putzige ist tatsächlich, ich fühle mich nicht mehr ganz so auf dem, nicht mehr ganz so ausgeliefert, weil die jetzt dabei sind. Müssen wir mir Wasser holen. Außer, dass Kate jetzt an der Treppe festhängt. Oh, großartig. Wo hatte ich denn? Drüben. Da. Interact. Wir haben sogar noch zwei Stück drin. Warte, machen wir mal Wasser rein. 10 Liter. Gift. Und Distill. Ach, der Eimer. Ich wollte gerade sagen, ist der Eimer jetzt weg? Den schmeißt er anscheinend automatisch wieder raus. Das heißt, wir könnten mal eben. Wir können nur einen machen, ne? Ja. Dann machen wir uns da eben nochmal wieder einen Verband. Dann haben wir den ganzen Kram nicht mehr im Dings drin. So, da hatte ich auch noch ganz viel Scraps. Wir können also einschmelzen ohne Ende. Ich mache jetzt das, was ich gefunden habe, im Kühlschrank. Essen. Hier hatte ich auch noch Medikamente drin. Okay. Und wie viele Sewing Kits wir haben. Das ist der Hammer. Leere Plastikflaschen. Da haben wir auch noch mal Helme. Wir könnten uns auch einen neuen. Ich glaube, unsere Weste war aber bald weg, ne? Können wir aber nicht reparieren, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, Klamotten geht, glaube ich, nicht. Nee, erstmal eben ausziehen. Equipment. Ach, die ist schon weg. Shit. Dann versuchen wir mal eben den Helm, aber ich glaube, sowas geht nicht. Nee, zeigt uns auch nichts an. Alles klar. Ja, Messer. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Aber dann könnte man wieder mehr Borke. Und was wollte ich eigentlich? Ich überlege jetzt echt gerade, was ich wollte. Ich wollte den American Eagle basteln, aber das kannst du vergessen. Wir schmelzen. Das mache ich aber gleich am nächsten Tag. Oh Gott, wir haben so viel Racks. Wenn man sich jetzt auch einen Schrank bauen könnte, das wäre cool. So wie die Dinger, die wir immer überall in den Häusern finden. Das finde ich richtig cool. Na, also sowas jetzt hier, was hier auch aufgezeigt wird. Nicht so ein kleines so ein Small Container, sondern eben halt ein Kleiderschrank. Ich meine, wenn ich solche Betten bauen kann, dann kann ich doch auch einen Kleiderschrank bauen, oder? Ich meine, das ist ja der Wahnsinn hier. Wer kann sowas bauen? Außer jetzt Möbelbauer. Ich weiß es nicht. Boah, mein Tee ist kalt. Das ist nicht so schön. Jetzt komme ich gerade ja nicht raus. Großartig. Ja, also ich bin der Meinung, eine Crowbar kann man sich tatsächlich eher wieder neu basteln, als sie zu reparieren. So, den Basic Bow haben wir ja schon gleich über Dingst. Ja, Shirts. Ach, Schuhe können wir uns auch selber machen.
Aber wir haben davon genügend. Und momentan haben die, glaube ich, noch keine Protection very bad. Und beim T-Shirt, glaube ich, genauso. Die Boots waren okay, weil die halt ein 5% schneller gehen lassen. Aber ansonsten hier den Rest, den können wir noch gar nicht machen. Und momentan können wir die Workbench auch nicht aufbessern. Wir können mal eben gucken. Wir haben die Repairbench, haben wir gebastelt. Das war ja eine Neuerung. Ich überlege mich gerade, was wir noch alles machen könnten. Die Sawmaschine haben wir irgendwie, funzt das Ganze bloß noch nicht. Also bei mir schon, nur bei Anna nicht. Die Repairbench, ja. Die Reloadingbench. Iron und Copper. Okay, das vergiss das American Eagle für die NPCs. Wir machen die Reloading Bench unbedingt und dann setze ich die neben die Repair Bench. Dann schiebe ich die mal ein bisschen weiter rüber hier. Move. She move. Okay. Dann würde ich fast sagen. Ich habe jetzt immer irgendwie Sorge, ne? Banditen. Das Auto müsste ich auch nochmal leer räumen. Der Generator läuft aber noch, okay. Wir könnten mal eben. Ach, habe ich ins Auto gepackt. Ich bin so ein Spezi. Aber ich kann die schon mal rausnehmen. Dann haben wir nämlich schon mal. Auto, 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 Auto. Auto, Auto, Auto. Gucken. Banditen, Banditen, Banditen. Nein. Zack. 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 Was anderes können wir eh nicht damit machen. Das heißt, ich würde die Sachen erstmal komplett einschmelzen. Entschuldigung, aber die Geräuschkulisse klingt immer, als wenn da gleich einer angreifen würde. Und anscheinend sind meine Leute hier schon ins Bett gegangen, ne? Ich bin ja der Einzige, der hier noch rum existiert. So. Wow. 8 Erz. 2 Ingots. 8 Kupfer, ein Ingot. Ist es wirklich so? Das heißt, wenn ich jetzt hier half null, tatsächlich. Ich brauche für 8. Wow, 8 Erze. Wow. Dann machen wir davon die 4. Und ja, das bringt mir gar nichts. Und was ist mit dem hier? 3. Das heißt, split one. Das heißt, da brauche ich 6 und dann kommen da 3 raus. Wow. Da können wir gleich ratzfatz. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Tag braucht das, glaube ich, mindestens, bis das wieder da ist. Und dann müssen wir dann nochmal hin und nochmal abdingsen. Das ist ja der Hammer. Okay, Mann. Ich meine, das sieht dekorativ aus. So schön sah die Treppe noch nie aus, Kate. Was mit ihrer Brustphysik ist, will ich gar nicht wissen. Wir machen jetzt das Licht aus. Hunger und Durst müssten eigentlich gehen bis zum nächsten Tag. Und dann speichere ich mal eben ab. Also die Reloading Bench, die basteln wir jetzt eben nochmal zusammen. Und dann, gut. Schauen wir mal. Sie hängt immer noch an der Treppe fest. Aber Rachel ist wieder da. Hey! Okay, wir sind immer noch slightly wounded. Generator läuft noch. Die Frage ist, für wie lange? Und mir wurde. Okay, geht noch ein bisschen. Mir wurde gesagt, es geht angeblich auch mit dem Biofuel. Hatte ich das nicht schon mal ausprobiert? Zack. 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 Die Frage ist, was wäre vorrangig? Da war sonst nichts weiter. Den Sledgehammer. 10 Iron Ingots. Puh. Wie soll ich das denn machen? The best tool for this. Aber es ist the best tool. Warum geht das dann nicht mehr mit der Axt? Und das geht nicht mehr. Ich habe es versucht. Also es geht bei diesen Autos nicht mehr. Boah, wie teuer.
brauchen die hier, ne? Ich glaube, wir brauchen die 45er hier. Kann das sein? Ich kenne mich damit nicht aus, aber das hier ist ja wohl die Schrot. Das ist die 9mm, ja, die Pistole. Dann ist das hier die M4, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wieso? Können wir nachgucken. Rifle Ammo. Loaded in Dragunov Rifle und M4 Cabin. Aber die konnte ich eben nicht nehmen, auch wenn die so aussieht. Ich denke, wir müssen die hier machen. Was brauchte ich denn nochmal für die Reloading Bench? Zwei Kupfer. Wieso habe ich denn jetzt nur ein Kupfer? Ah, weil es nicht gereicht hatte, ne? Drei, vier, genau, wir haben noch drei übrig. Wie viel hatte ich davon? Was hatte ich jetzt gerade gesagt? Weiß ich nicht. Das kann es knicken. Ich kann die Reloading Bench schon nicht mal machen. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann würde ich schon fast sagen, eideln wir jetzt einen Tag hier rum und dann klicke ich euch erstmal weg und dann am nächsten Tag nochmal in die Mine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, an welchem Abstand das Neuspawn das Erz. Also ich weiß, dass es Neuspawn soll. Oh Gott. Ich weiß, dass es Neuspawn soll, aber jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem zeitlichen Abstand. Oh, wir haben noch ganz viel Wasser, okay. Ich traue mich jetzt auch nicht, das umzufüllen. Hier haben wir auch nochmal frisches Wasser. Ja, safe water. Warum? Aber egal. Ja, ich glaube, dann machen wir das so. Weil das ist jetzt einfach wieder, ich will nicht jetzt wieder 10, 20 Folgen am Stück aufnehmen und dann kommt jetzt doch das Update raus. Ich hatte auch überlegt, Mist, Survival, es klingt für mich immer noch, ne, Mist, im Stream mal zu spielen. Dann könnte man wenigstens live auf die Kommentare eingehen. Aber ich komme momentan nicht so viel zum Streamen, wie ich es gerne eigentlich möchte. Da ist ja auch, ne, das ist von mir auch doof gelöst. Ui, das können, also die NPCs können es im Moment nicht, zumindest nicht unsere, die hier rumrennen. Die Banditen können es eventuell, ich weiß es nicht, aber das ist nicht gerade schlau von mir gelöst. Da müsste ich hier eigentlich auch nochmal zumachen. Und die Fallen, da wird noch nicht viel passieren, weil es kann wohl sein, dass man da drin Hühner fangen kann. Muss ich aber ja gar nicht. Ich konnte die ja auch so fangen. Und die anderen Tiere werden ja erst noch implementiert. Es sollen ja wohl noch Hasen kommen und Wölfe, was ich auch irgendwie logisch finde. Und Wölfe wird bestimmt... Oh, ich liebe es. Es gibt tatsächlich noch den Nachspawn. Sehr gut. Was ich auch irgendwie logisch finde, na, Wölfe, ja, warum nicht? Wenn es hier Bären gibt, gibt es hier auch Wölfe. Hasen... zur Ernährung. Muss ja nicht immer ein ganzer Bär sein, ne? Wenn man nicht ganz so großen Hunger hat, dann kann man sagen, heute mal ein Hasen, kein Bären. Warum nicht? Halt, da waren auch Nägel drin. Ja, super. Ich habe schon wieder den ganzen Kram voller Kram halt. So, und hier war auch alles voll. Ich kann hier, glaube ich, auch nichts mehr unterbringen. Da geht noch ein bisschen was drauf. Das geht da noch rein. Kann man nicht stacken? Nein, leider nicht. Ich kann es ja equippen. Ach, ich hab noch ein T-Shirt angehabt. Very bad protection. Das protectet überhaupt nicht. Das ist totaler Schwachsinn, die zu tragen, die Sachen. Zumal man seinen Charakter eh nicht sehen kann. Also es ist doch vollkommen... Banane. Und egal, wollte ich sagen. Gut, wir... Haben wir noch was zu essen im Inventar?
Jein, nein, das bringt zu viel Essen. Voll. Wir könnten von den Schokoriegeln erstmal leben, glaube ich, die wir hier haben, weil die sowieso bald ablaufen. Und wenn der Generator aus ist, dann werden die auch nicht mehr länger frisch gehalten. Aber im Grunde genommen, ich hätte jetzt euch jetzt gerne noch die Reloaded Bench gezeigt. Also die Reloading Bench. Und die Sniper eventuell im Einsatz. Aber er sieht ja selber. Ich meine, ich kann jetzt auf gut Glück nochmal zur Mine fahren. Könnten wir natürlich machen. Aber wir sind ganz schön erschöpft schon wieder, ne? Habe ich doch nicht genügend geschlafen? So, das müsste ich eigentlich auch in einen Security-Locker reinpacken. Viel zu wertvoll, weil wir sehen ja jetzt gerade, wie viel man davon braucht. Und kein Platz mehr. Total kein Platz mehr. Ich weiß nicht, wo mit dem ganzen Kram. Ich glaube, Zucker passt bei mir auch nicht mehr rein. Vielleicht ein extra Schrank oder nochmal ein Koffer neben den. Ja, wisst ihr, was wir machen? Ich blende euch jetzt aus und dann hole ich euch am nächsten Tag einfach wieder dazu. Ich will jetzt nicht nachschlagen, was für ein Respawn das Erz hat. Ich würde sagen, ich eile jetzt hier einen Tag noch rum, werde noch Dinge tun und dann anschließend werde ich dann am nächsten Tag nochmal wieder zur Mine fahren. Ich meine, wir haben ja noch genügend zu tun, ne? Ich muss hier noch Stöckchen reinhauen, ich muss hier noch Komponenten. Deswegen habe ich auch so wenig, weil ich den Zaun fertig gemacht habe. Weitermachen. Vielleicht nochmal einen Bären jagen. Für Wurst? Wurst. Das wäre nochmal was. Der auch respawnt? Also gegen Messer habe ich jetzt überhaupt nichts. Ach so, und ach, Entschuldigung, das vergesse ich die ganze Zeit immer wieder, abgesehen davon, dass ich saven sollte. Ja. Oh, please wait. Sorry, sorry, sorry. Ich vergesse immer wieder, das Gras reinzumachen. Graphics. Zack, zack, zack. Achso, ich hätte auch so machen können. Alles klar. Okay. Back. Und back. So, besser. Stimmt. Es sieht immer ziemlich nackig aus. Ja, dann würde ich sagen, so machen wir das. Guck eben nochmal hier, ob ich nichts übersehen habe. Vorne auch nicht, ne? Nee, es reicht schon, wenn mir im Kofferraum was nachspawnt. Das mache ich, glaube ich, jetzt bei den Autos auf der Straße auch nochmal eben hinten in den Kofferraum reingucken. Also ich meine, ich gehe jetzt raus durch die Haustür und guck bei den Nachbarn im Auto auf der Straße. Nein. Nein, ich werde jetzt den Tag hier einmal rumkriegen, werde noch ein bisschen hier Sachen und Dinge tun und dann würde ich sagen, am nächsten Ingame-Tag fahren wir nochmal wieder zur Mine, damit wir wenigstens die Reloading Bench nochmal basteln können und vielleicht noch ein bisschen Muni für die Sniper. Und dann gucken wir mal, ob wir damit noch Dinge tun. Wir können dann ja. Ah, YOLO-Mode. Ich hasse das. Ich hasse diese Bezeichnung YOLO-Mode. Das sollte man nirgends wann machen. Ja, Kate. Kate in der Treppe. Unter der Treppe. Was auch immer. Hi. Hey. Hey, kann man inzwischen mit dir talken? Nein, natürlich nicht. Gut, Muni verbrauchen sie immer noch nicht und Milliweapon haben sie alle und die sollen auch angeblich, ich glaube, es stand bei allen da, dass die ausgebildet sind in Nahkampf. Gut, dann sage ich jetzt einfach mal eben, entweder falls die Folge jetzt hier zu Ende sein sollte, nein, wenn wir uns gleich wiedersehen, dann sage ich bis gleich. Und falls die Folge jetzt hier zu Ende ist, sage ich natürlich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissy. Okay, kann mal jemand die Benny Hill Musik spielen? Rachel kommt noch rumgelaufen. Und jetzt ist er tot. Alles klar.
Das war echt eben der Hammer. Rachel ist nach oben gerannt, Scott von links nach rechts, der Zombie hinterher oder der Infizierte. Kate hängt ja sowieso in der Tür fest. Es ist göttlich mit den NPCs. Scott, geh da mal bitte raus, weil ich noch ein bisschen. Ich will da noch Stöckchen reinmachen. Hallo? Startbild, warum geht das nicht? Ach, weil die Komponenten nur noch fehlen. Hier fehlt da doch irgendwo. Da fehlen Stöckchen. So, dann hauen wir hier nochmal ein paar Stöckchen rein. Jetzt fehlen nur noch die Komponenten. Zack. Oh, und da war sie out of Stöckchen. Alles klar.